Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet, immer noch aus Louisiana und immer noch in der Open Beta. Wobei zum Release des Videos weiß ich nicht, ob schon das Update geben wird, aber wer sagt überhaupt, dass es morgen kommen wird? Aus meiner Sicht, auch eurer Sicht heute, man darf damit sowieso nicht rechnen, also weiß ich nicht, wie es aussieht. Aber wir sind noch in der Beta und trotzdem wollen wir uns heute mit dem nächsten Einzigartigen beschäftigen. Und zwar mit dem einzigartigen Gabelwels, getüpfelter Gabelwels, Kanalwels. Suchtet euch aus, dafür gibt es hier im Spiel zig Bezeichnungen, aber alles an dasselbe Fisch. Ich glaube, ich habe keinen mehr im Kescher. Ne, ich habe gerade Zeit vorgespult. Ist auf jeden Fall gar nichts mehr drin. Ich habe den aber auf jeden Fall aufgenommen und der kommt dann wie immer hinten dran geschnitten. Wog irgendwas mit 12 Kilo oder sowas. Also schon mal nicht so klein. Und deshalb gucken wir uns auch direkt mal das Setup an. Wie bei den anderen Fischen auch, die wir hier gefangen haben. Die Brutus 300. WTB Musky Spin 5500 identisch mit der Thunder Spin 5500. 06er Fluro. 6-0er Haken. Großer Schnittköder als Köder. Geht aber wahlweise auch Shiner oder sonst was. Krebs von mir ist auch. Ist eigentlich Latte, gibt auch mehrere Spots, wir gucken uns die mal alle an und versuchen nochmal unsere Fische zu fangen. Jo, das war's so groß und ganz. Also die Route ist jetzt schon ein bisschen hart gewählt. Ich denke, dass man die auch mit der Phoenix oder so rausbekommt. Vielleicht mit ein bisschen mehr Kampf als mit dem Knüppel hier, aber nichtsdestotrotz werden wir die verwenden, weil ich die dabei habe. So, dann können wir eigentlich schon loslegen, glaube ich. Wichtig habe ich alles gesagt, habe jetzt hier gerade 6 Uhr morgens. Sind wir also voll in der Beißzeit drin. Da sollte also nichts passieren. Und abends ist so ein Sonderfall. Da gibt es noch einen anderen Spot. Da können wir eventuell mal vorspielen. Ich weiß nicht mehr, ob das bei Mischwetter abends war oder bei Sonne abends. Weiß ich gerade nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall zu diesem Spot hin. Und ich gehe mal kurz hier hin. Damit wir da mal eben spawnen. Und dann spawnen wir nämlich hier. Weil ich gerade schon am Spot vorgelaufen bin. Wenn wir hier so spawnen, dann laufen wir einfach auf diesen Steg da drauf, wo gerade meine Rudenspitze ist. Also nicht wie letztes Mal hier beim Karlicht, da sind wir auf den Steg gelaufen. Jetzt laufen wir hier schön auf den Baumstamm zu und dann biegen wir hier ab und laufen ganz durch bis zum Ende. Da ist nämlich Spot Nummer 1 für die Kanalwälse. Gehen wir schön weiter. Beim ersten Mal haben wir ja Flachkopfwälse geangelt von dieser Stelle aus, aber wenn wir nicht ganz so weit werfen. Ich merke mir immer, ihr seht jetzt hier die Spiegelung von der Wolke im Wasser. Ich werfe immer so am hinteren Ende der Wolke, das kann ich mir dann halbwegs merken, dann finde ich auch die Stelle wieder. Da sind wir auf 10 Meter ungefähr. Ja, sind wir. Und da fangen wir da gut schön. Ich habe jetzt 100 cm eingestellt, ist vielleicht sogar schon ein Ticken zu tief, weil man manchmal nicht die Zupfer sieht. Aber gefühlt habe ich da mehr Biss, als wenn ich das irgendwie flacher stellen würde. Deshalb lasse ich das jetzt gerade so. Und versuch mal, dass wir hier vielleicht gleich den ein oder anderen Kanalwels aus dem Wasser ziehen können. Bin ich mal gespannt. Der erste zupft auf jeden Fall schon. Jetzt habe ich natürlich den 600 Haken drauf, weil wir große Fische fangen wollen. Wenn ihr wirklich alle mitnehmen wollt, dann würde ich da vielleicht einen kleineren Haken wählen. Weiß nicht, 2-0, 3-0, 4-0. 6-0 ist dann vielleicht schon ein bisschen krass, wenn man nicht gerade gezielt auf die Unis angelt. Bei Sonne habe ich hier komischerweise abends sogar einen Alligator an der Stelle gefangen. Auch interessant gewesen. Ist mir nämlich bei Mischwetter bis jetzt noch nicht passiert. Aber ihr seht schon, der Fisch ist leider abgehauen, weil vermutlich der Haken so groß war. Ich sollte vielleicht gleich echt mal einen etwas kleineren Haken dran machen, damit wir zumindest die Fische aus dem Wasser bekommen. Aber wenn ihr Saal selektiv fangen wollt, eher so Richtung große Fische und nicht so auf die kleinen angewiesen seid, dann würde ich euch empfehlen, eben diesen 600 Haken dran zu machen. Für mich ist auch 7-0, ist mir auch egal. Aber auch so klappt es hier mit dem ersten Fisch und da ist sogar ein kleiner Wels, den wir hier gefangen haben. Guck an, aber immer der getüpfelte Gabelwels, 2,9 Kilogramm bringt auf die Waage. Zielfisch also erfolgreich gefangen. Ich würde sagen, einen fangen wir hier noch. Und dann, oder für mich so zwei, keine Ahnung, mal gucken, wie sie beißen. Und dann können wir uns mal die anderen Spots angucken. Denn da kann man dann einzigartigen
auch noch fangen. Ist also schon etwas weiter verbreitet hier in dem Gebiet. Warum der Wurf jetzt so scheiße war, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ist mir auch egal. Auch auf 9 Meter fängt man sie. Das Ding ist nur, wenn man wirklich 9 Meter wirft, das kann schon ein Unterschied sein zu 10 Meter, weil bei 10 Meter sieht man das Zupfen der Pose. Und wenn du 9 Meter ein bisschen weiter nach links wirfst, dann siehst du nicht, so wie jetzt. Ja, hat nicht gezupft und der Anschlag kam halt dann nicht durch, weil ich gerade nicht aufgepasst habe. Also da ist auf jeden Fall ein Unterschied, warum der jetzt, guck mal, warum der schon nach links geht. Keine Ahnung, jetzt sind wir wieder links 9 Meter. Und da ist das dann aber wirklich so, dass sie bisher einfach aus dem Nichts kommen, weil der Köder da einen Millimeter zu tief steht. Die Pose steht auch ganz leicht schief, wenn man das rechts am Indikator betrachtet. Daran erkennt man das. Und wenn man halt, ah, guck mal, da kommt auf jeden Fall der nächste Fisch. Die Bugwelle war da. Springt da ein bisschen aus dem Wasser raus. Ist auf jeden Fall auch ein Gabelwels, haben wir schon gesehen. Und da zieht er dann auch ab. So. Haben wir den also gefangen. Auch ein normaler, 2,3 Kilo. Auch nicht der größte. Komm. Machen wir die drei voll. Ah, ich glaube, ich überwerfe die mal ein bisschen, ne? Deshalb geht er so weiter links, weil ich den Balken nicht ganz in der Mitte treffe, sondern immer ein bisschen drüber. Aber egal. Da sind ja auch die Fische. Ist jetzt nicht so relevant, außer halt, dass wir die Zupfer nicht so genau beobachten können. Wir könnten dann 11 Meter werfen, dann wird man die wieder sehen. Da wird es dann wieder ein bisschen tiefer. Also wir sind hier genau in so einer Kante, wo wir da angeln. Wo es halt nach links vorne flacher wird und nach rechts hinten tiefer. Kann man da auf jeden Fall schön beobachten, dass sie da an so einer Kante stehen. So, was ist jetzt hier? Fangen wir hier noch ein. Ach, wissen wir ja nicht, weil es hier nicht zupft. Da kommt nämlich wieder der Biss, aber auch der ist dann wieder nicht anzuschlagen. Komm, diesmal ein bisschen weiter nach rechts zielen. Ja, da passt er auch besser. Mal gucken, ob wir jetzt die Zupfer wieder sehen. Oder ob das auch noch nicht klappt. Ja doch. Oh, da hätte ich fast angeschlagen, weil ich schon so parat war. Aber dann kommt er hier auch durch. Und wir haben den nächsten Wels. Das sollte sogar ein Trophy sein vom Bauch her. Jawohl. Der Tüpfelgabels in Trophäengröße. 4,7 Kilogramm. Das soll es auf jeden Fall erstmal gewesen sein von dem Spot hier. Wir gucken uns noch die anderen an. Dazu müssen wir einmal die Seite wechseln. Und zwar ist einmal genau rüber auf diese Seite. Und dann stellen wir das Ganze mal ein bisschen tiefer. Ist eigentlich egal. Ich mache es jetzt mal, keine Ahnung, 1,30 oder so. 1,20, 1,70 ist eigentlich vollkommen Latte. Und dann gehen wir hier so ein bisschen weiter nach vorne. Schön hier rein. Und dann werfen wir einfach mal da so. Ja, man sieht es hier nicht. Eigentlich, da in der Mitte ist eine Krautbank. Man sieht die jetzt echt gar nicht. Ich sehe sie nicht mal durch den Pegel. Manchmal sieht man durch den blauen Pegel durch. Auf jeden Fall ist da irgendwo eine Krautbank in der Mitte und vor die sollte man werfen, aber ich sehe sie nicht, deshalb werfe ich einfach mal dahin. Und schau mal, ob wir da was rausziehen. Also sogar schon tatsächlich zu tief die 1,30. Aber das macht jetzt nicht so den mega Unterschied. Die Pose steht halt schief und wir sehen halt die Zupfer auch hier nicht. Aber da die Wälse eh in Grundnähe stehen, ändert sich zumindest nichts am Beißverhalten. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt hier bei morgens Mischwetter tatsächlich beißen. An dem komischen Regentag, da beißen die auf jeden Fall, aber das ist nicht der hier. Ich glaube, das ist der Wolkentag, wo es morgens bis 7 Uhr regnet. Da beißen die auf jeden Fall da. Ja, wir gucken mal, was wir da jetzt rausziehen. Irgendwann wird gleich schon anbeißen, denke ich mal. Ich habe die zwar das letzte Mal alle mit Shiner hier gefangen, aber Schnittköder passt auf jeden Fall auch. Da brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. Nee, ich habe gedacht, die Pose wandert, aber das habe ich mir, glaube ich, eingebildet. Aber wenn das jetzt wieder, dann gehen wir gleich zu dem dritten Spot, wo wir auch noch Gabelwelse fangen können. Also hier könnt ihr auf jeden Fall auch welche fangen. Ich werde es jetzt hier auch noch ein bisschen versuchen, in der Hoffnung, dass da noch einer sich erbarmt und an den Haken geht. Auch wenn es gar nicht danach aussieht. Aber da stehen sie auf jeden Fall. Auch ich denke, das wird man am besten erreichen können, wenn irgendwie das
Boot da ist. Man kann es auch jetzt von hier fangen. Denn das Ding ist da vorne an dem Steg scheinen die echt nicht immer zu stehen. Hier hatte ich das Gefühl, dass die eigentlich immer standen. Deshalb weiß ich nicht, warum die gerade nicht beißen. Aber wenn ich die an dem Steg nicht gefangen habe, weil da irgendwelche anderen Fische gerade standen. Und auch in dem dritten Spot, den wir uns gleich noch angucken werden, stehen die nicht immer, beziehungsweise manchmal mit anderen gemischt. Und deshalb kann man die ja nicht so selektiv fangen. Aber hier hatte ich die eigentlich kontinuierlich rein. Ich hatte hier ab und zu mal so einen gepunkteten Barsch dran auf Shiner. Als Beifang. Vielleicht immer Forellenbarsch oder sowas, aber sonst eigentlich immer die getüpfelten, die mich aber gerade im Stich lassen. Wir holen mal kurz rein, stellen mal kurz die Pose ein bisschen flacher. So, ich kann mal einen kleineren Haken dran machen, wenn ich schon dabei bin. Machen wir mal 2-0er. Stellen wir mal auf 1-10 oder sowas und entscheiden uns mal für den Shiner. So, hauen wir das Ding wieder da raus. Gucken, ob jetzt was beißt. Pose steht immer noch leicht schief. Leicht ist gut. Sehr schief, aber trotzdem sollte da was beißen, wenn denn was da ist. Auf Schein hat man halt auch halt Beifang. Ne? Schnittköder ist jetzt schon eher so der Welsköder, zumindest wenn man guckt, was da sonst so steht. Also diese Forellenbarsche wirst du mit Schnittköder, glaube ich, nicht fangen. Gepunkteten Barsch kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er darauf geht. Vielleicht, dass sich meine Alligator dazu in der Uhrzeit verirrt. Kann ich mir vorstellen. Aber ansonsten sollte man eigentlich relativ befreit von anderen Fischen sein, wenn man denn mit Schnittköder angelt. Aber das scheint gerade echt gar nichts zu gehen. Vielleicht sind die echt nur an den anderen Tagen dann. Oder abends, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, müsst ihr also auf jeden Fall mal gucken. Wenn auf jeden Fall in den anderen beiden Spots nichts geht, dann unbedingt mal hier versuchen. Da ist dann immer Action im Haus. Da kann man ja auf jeden Fall auch gezielt beangeln. Ich werde jetzt noch ein bisschen warten und dann gehen wir gleich rüber zum dritten Spot und gucken uns den nochmal an. Dazu müssen wir gleich nochmal die Zeit vorspulen. Denn dann können wir den Beifang da auf jeden Fall etwas minimieren. Ganz ausschalten leider nicht, aber zumindest mal einen Großteil weniger. Hier will aber gerade nichts. Dann würde ich sagen, ändern wir den Plan und die Taktik. So, einmal raus, der gute Stück. Dann stellen wir um auf 1,70. Machen den Krebs dran. Und. Spul die Zeit vor. Skippen das einmal, jawohl. Auf 19 Uhr oder so wird schon passen. So, und dann gehen wir einfach ein paar Schritte nach rechts zum Spot für den Flachkopfwels. Werfen einfach da hinten hin. Da, wo man sonst den Flachkopfwels fängt, sind die Arms auf einmal nicht mehr vorhanden und dafür halt getüpfelte Gabelwelse. 71 passt, Tiefe passt. Wir sollten da gleich auf jeden Fall auch die Zupfer sehen, wenn denn da ein Fisch gleich kommt. Ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt bei Sonne war oder bei Mischwetter. Wobei, wir haben jetzt Sonne, deshalb. Ja, genau, ich glaube, das war bei Mischwetter, aber abends wird dann halt die Sonne oben angezeigt. Deshalb verwirrt mich das immer, weil hier das Wetter so am Tag auf einmal ändert. Zumindest vom Anzeigesymbol da oben. Dann müssen wir jetzt nur noch warten, bis der erste Fisch da vorbeikommt und dann hoffentlich die Form von einem Gabelwels hat. Bei dem
Spotty gibt es manchmal so einen Bug, dass da immer steht, dass die Schnur weggezogen wurde, obwohl man halt gar nichts bewegt. Weiß nicht genau, woran es liegt, aber den Bug gibt es auf jeden Fall. Muss man einfach neu auswerfen, dann läuft das wieder. Anders habe ich den nicht behoben bekommen. Das ist manchmal echt ein bisschen nervig gewesen. Kurz mal antitschen, Welse wach machen. Sind sie da oder sind sie nicht da? Boah, die beiden Spots lassen mich aber ganz schön im Stich, ne? Wo sind sie denn, die kleinen Fischchen? Hallo, Welse. Da tut sie auch gar nichts, als wenn das einfach ausgestorben wäre. Aber da ist es nicht ausgestorben. Ich weiß, dass da welche sind. Kommt raus. Ah, es zupft. Und der geht ab. Und nein, der Fisch geht auch ab. Ah, da war direkt am ersten Zupfer der Biss. Aber leider nicht gehakt bekommen. Ärgerlich. Egal, Fischaktivität ist auf jeden Fall vorhanden, das ist schon mal besser als beim zweiten Spot. Deshalb versuchen wir einfach weiter. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen weiter links geworfen. Und da kriege ich meistens den Bug, dass der Köder zu weit weggezogen wird. Vor allem habe ich gerade ein bisschen zu weit geworfen. Ich hole nochmal ran auf 37 oder 38, passt schon. Weil wenn man so 39 plus wirft oder 40, dann steht die Pulse mal so leicht schief. Dann sieht man die Zupfer nicht. Da ist auch so eine Kante oder so ein Loch, was da vorne weiter ist. Ab 38 Meter, da steht die Pose dann bei 1,70 Tiefe ganz in Ordnung. Zu weit ist dann da nicht so optimal, wenn man die Bisse gut erkennen möchte. Da zupft er auf jeden Fall wieder. Mal gucken, ob der auch wieder abzieht. Tut er, und diesmal hängt er auch. Sehr gut. Das haben wir schon mal hinbekommen. Jetzt müssen wir noch den Fisch raus ziehen und beten, dass es ein getüpfelter Gabelwels ist. Aber das sieht gut aus von der Spannung her rechts. Könnte sogar ein Trophy sein. Wenn er so bis zur Mitte hochgeht, ist meistens ein Trophy. Jawohl. Das sieht ordentlich aus. Da haben wir einen 5,6 Kilogramm Gabelwels in Trophäengröße. Also, ist auf jeden Fall eine gute Stelle für abends. Da sind nämlich die Flachkopfwelse nicht mehr aktiv. Das ist ja genau das, was die gesagt haben mit der Migration, beziehungsweise ich denke schon, dass die Flachkopfwelse aktiv sind, aber eben nicht mehr in diesem Spot. Die sind dann wahrscheinlich irgendwo anders, wo weiß ich leider nicht. Aber auf jeden Fall sind dann abends da die Gabelwelse aktiv. Heißt also, man kann nicht immer unbedingt den ganzen Tag am Spot durchangeln oder an verschiedenen Tagen und immer denselben Fisch fangen. Denn jetzt wandern einige der Fischarten zumindest. Nicht alle, habe ich den Eindruck. Gerade auch bei den, ja, ich weiß nicht, vielleicht haben sie es auch bei den alten Gewässern noch nicht überall implementiert. Das kann natürlich auch sein. Aber bei diesem hier ist das auf jeden Fall schon bei einigen Fischarten so, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten und Bedingungen eben an anderen Spots zu fangen sind. Und da ist der nächste Fisch am Start. Hier hat man allerdings auch so echt mal so einen Forellenbarsch mit dabei, gerade wenn man mit Krebs angelt, könnte es natürlich auch wieder vermeiden, indem man einfach den Schnittköder an den Haken hängt. Den Uni habe ich, glaube ich, auch mit Schnittköder gefangen im Video. Also, das werdet ihr da sehen, hat das auf jeden Fall funktioniert. So. Nächster Gabelwels. Auch in der Tasche. Sehr gut. Machen wir den nächsten Wurf. Und fangen einfach noch ein. Wieder ein bisschen zu weit geworfen, aber kein Problem. Holen wir wieder ran. Und dann warten wir auf den nächsten Fisch. Der sich direkt schon anmeldet mit einem Zupfer und mit einem leichten Posenwandern nach links. Und dann sollte er gleich auch beißen. Beim 2-0 Haken hat man echt selten mal den Fall, dass da wirklich ein Fisch zupft und dann wieder abhaut. Zumindest wenn man halt auf den Wels angelt. Weil den eigentlich alle gut ins Maul bekommen. Da haben wir den nächsten, auch wieder ein kleiner.
Dann fängst halt auch eben die kleinen, ne? Wobei 3 Kilo schon gar nicht mal so ein kleiner. Da habe ich auch schon durchaus kleinere gefangen, aber ist eben auch kein Riese. Läuft aber jetzt dann doch ganz gut nach leichten Startschwierigkeiten. Holen wir nochmal einen Meter ran wieder. 37 ist meine Glückszahl heute, glaube ich. Gucken wir mal. Das war da vielleicht noch ein Fang. Oder endet es so, wie es hier angefangen hat am Spot, mit gar nichts? Na kommt, meine Kleinen. Wo seid ihr hin? Wieder keiner mehr? Dann halt nicht, würde ich sagen. Kann man ja nicht erzwingen. Na gut, dann soll es gewesen sein. An den 3 Spots habe ich auf jeden Fall schon einzigartigen gefangen. Da sind sie auf jeden Fall zu holen. Je nach Uhrzeit müsst ihr dann halt testen. Oh, guck, jetzt kommt sogar noch einer. Ich habe die Maus nicht in der Hand, aber jetzt haben wir doch noch haken können. Morgens bei Mischwetter auf jeden Fall vom Steg gut, abends dann hier am Baum und bei Sonne weiß ich gar nicht, müsste halt durchtesten, wo die dann stehen. Wie gesagt, ich habe da gerade habe ich da hinten am Steg bei Sonne einen Alligator hätte ich mit dabei gehabt, aber auch ein Wels, also Wels lasse ich auf jeden Fall auch noch fangen. Aber wie gut ist dann halt Ansichtssache. Für euch kommt jetzt noch der Drill vom Einzigartigen hinten dran. Aber vom Video soll es das erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.